Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir ganz schön geile Player Picks am Start. Ich habe nämlich den Shapeshifter Cup 2 endlich abgeschlossen. Hier seht ihr das erste Spielerwahl. Es ist ein 1 von 4 Goldspieler, 85 plus Player Pick. Da kann immer mal wieder was Geiles drin sein. Und zum Anschluss kommt direkt ein Shapeshifter Spielerwahl. Das heißt, ich glaube, es kommen zwei Shapeshifter und einen davon darf ich mir aussuchen. Vielleicht sogar drei, vielleicht sogar vier. Das wäre geil, ich glaube aber, es sind zwei. Wir gehen auf jeden Fall direkt rein. Wir starten mit dem 85-Plus-Spielerwahl-Pick. Ich mache wie immer die Augen zu und ihr seht es schon. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Videos gefallen. Und abonniert meinen Kanal, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Ich mache die Augen zu und gehe rein. Ich hoffe auf einen Shapeshifter. Jetzt ein Shapeshifter wäre geil, dann haben wir garantiert zwei Shapeshifter. Ich drücke R3, hat es geklappt? Es hat geklappt, ich sehe einen Ramos. Ein 88er ist gar nicht so schlecht. Ich bin schon mal nicht allzu unzufrieden. Aber es geht natürlich besser. Noch ein 88er, schade. Lieber nochmal so ein 90er oder sowas. Oder ein Shapeshifter gleich hinterher. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? 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 Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich zieh Ginola? Ey, Leute, mein Herz. Nee, Digga. Nein, guck mal, was der Wert ist. Nein. Nein. Das habe ich gerade nicht getan. Ich habe das gerade nicht gezogen. Nee. Nein. Nein. Digga, das können die doch nicht ernst meinen. Das können die... Wie kann man einen Ginola ziehen? Nein, nein, nein. Ey, Leute, ich bin todmüde. Ich habe kaum geschlafen. Aber ich kann trotzdem nicht mehr. Ey, das ist krass. Das ist krass, Alter. Nee, ey, wie kann man so viel Glück haben? Cristiano Ronaldo Tots in Rot. Vinicius Junior Tots in Rot. Nkunku Tots in Rot. Jetzt noch Ginola. Ginola 98, die Karte, auf die jeder schwitzt. Digga, das ist die beste Karte des Events. Mit Abstand, mit weitem Abstand. 5 Sterne, 5 Sterne. Schaut euch diese geilen Werte an. Okay, er ist 1,86 groß. Ein bisschen zu groß so. Aber trotzdem, seine Dribbling-Werte sind krass. Balance 90 nur. Eine Engine und er hat wieder 99. Ausdauer 92. Kopfball stark. Nee, nee, der ist super. Er ist perfekt. Okay, er hat leider keinen angeschnittenen Schuss oder Außenschuss. Aber ich beschwere mich gar nicht. Ey, es ist ein verdammter Ginola für 7 Millionen. Ey, wie kann man so viel Glück haben? Leute, mein Kanal ist gesegnet. Und jetzt kommt noch ein Shapeshifter-Spieler-Wildpack dazu. Ey, das kann man gar nicht mehr toppen, aber wie krass Glück kann man haben. Was ist das? Zwei Shapeshifter. Ey, es ist mir scheißegal, was ich ziehe. Das kann jeder sein, ne? Wenn jetzt ein Marcelo kommt, dann weiß ich nicht. Ich gehe einfach rein, ich mache gar nicht die Augen zu. Weil besser als Ginola kann es gar nicht werden. Jungberg, ja, nimmt man mit. Jalla. Leute, oh mein Gott, ey, eskaliert in den Kommentaren. Verbreitet das Video. Alle Leute sollen sehen, was für ein geiles Pick ich gezogen habe. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert für den Algorithmus. Ich will, dass dieses Video abgeht. Das Video muss die 10.000 Aufrufe knacken. Das muss eigentlich besser sein als das Ronaldo-Video. Ist schwer, ich weiß. Aber ja, also Leute, wie gesagt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus, ich muss erstmal drauf klarkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.